Dann sag, wenn es läuft. Ja, läuft, ne? Ja, also ein herzliches Willkommen an alle Zuschauer, auch bei Kev Gaming, ne? Wir haben uns heute entschieden, hier mal heute bei GTA Online ein bisschen was Entspannteres zu machen. Das heißt, wir werden ein bisschen rumvögeln, wir werden uns ein paar Orte in Los Santos angucken, die interessant sind und ja, dabei viel Blödsinn anstellen, wie es auch in meinem Streamnamen schon heißt. Genau so ist es. Wir haben in der letzten Folge oder in den letzten Folgen ist es ja ein bisschen eskaliert und wir wollen jetzt ein bisschen was runterfahren. Das haben wir so ein bisschen intern beschlossen. Kannst du mal die Waffe wegpacken? Dankeschön. Und Fail-RP. Fail-RP. Ja, so. Eben. Genau. Und dachten wir, machen einfach ein bisschen was Ruhigeres. Wie gesagt, gucken uns ein paar Orte an und ein paar interessante Dinge an. Und ich würde sagen, wir fangen heute mit dem Geist an, mit einem kleinen Secret hier in Los Santos. Ich glaube, einige, die zuschauen, haben es wahrscheinlich schon gesehen, aber es gibt einige aus der Crew, die es tatsächlich noch nicht gesehen haben. Also machen wir das heute als erstes. Würde ich sagen, oder? Ja, können wir dann machen in 24 Stunden. Ja, genau. Der taucht nämlich, glaube ich, immer nur von 23 bis Mitternacht auf im Game. Allein genau, und das ist jetzt 3:15 Uhr, also lassen wir erstmal was anderes machen. Da mal hinfahren. Wir können ja mal in die Richtung fahren, aber da erstmal was anderes machen. Können wir auch theoretisch machen. Es war jetzt nur mal ein kleiner Vorteil. Ja, nur es ist ja dauert noch im Game einen Tag, bis es wieder geht. Ja, wir hätten auch meinen nehmen können, weil ich fahre, ich habe einen Offroader hier stehen. Wir müssen nämlich im Berg, wir müssen ja einen Berg hoch. Na, lass uns erstmal da hochfahren in die Stadt da. Alles klar. So, wer da vorne in den Krankenwagen sitzt, kommt bitte mal her, damit wir mal alle vier mal bitte zusammenbleiben. Damit, weil ich immer jeder einzeln fahren muss. Das war nämlich in der letzten Mission, war das nämlich auch schon scheiße, dass wir dann immer wieder getrennt gefahren sind. Jetzt machen wir mal ein bisschen was Blödsinn zusammen und nicht immer nur gegeneinander. Also, du hast den Ort schon markiert? Ich fahre jetzt erstmal in die Richtung, ja. Okay. Ich weiß gerade echt nicht auswendig, wo es ist, aber das kriegen wir schon irgendwie raus. Muss auch mal sein, ein bisschen. Bisschen was dazugehört, mal ein bisschen runterfahren. Einfach. Genug Missionen gemacht in der letzten Folge, jetzt machen wir mal ein bisschen ruhigeren Content. Genau. Und ärgern uns gegenseitig ein bisschen. Oh, ja, für alle Weise, die wir vorher die wir schon hatten. Nein, das ist einfach. Jedes Mal hier am Casino. Bist du besoffen? Das sah gerade so aus, als würdest du ganz langsam wie die Wand rollen, weißt du? Nein, ich hatte wieder diesen Lag am Casino. Ah, stimmt. Darüber hatten wir ja mal uns beziehungsweise unterhalten. Ja. Da war was. Das sah ich bei mir so aus, als würdest du ganz langsam wie die Wand rollen. Ups. Nochmal die Frage, bist du besoffen? Ohne Anwalt werde ich keine Aussage tätigen. Ja, es hat keiner gehabt, weil hinten ist ein Hubschrauber gerade gewesen. Polizeihubschrauber. Ich glaube, wir sind eh nur intern auf der. Ja, ich weiß auch, wir sind nur per Einladung auf dem Server. Ja, hier ist außer uns keiner. Ja, ich wundere mich gerade nur, wie gesagt, warum für die Polizei hier an der oben war. Die KI, die ist wieder sehr speziell heute. Hey, ich dachte, der ist 290. Die wird wahrscheinlich das über Leute noch erreichen.
Ja, was haben wir denn eigentlich so überlegt in den nächsten Folgen? Ja, wie gesagt, Geist wollen wir heute auf jeden Fall machen, ein paar interessante Orte wollen wir machen. Wir wollen mal so ein bisschen mit Berufen und sowas machen. Einer ist Cop, einer ist Krankenwagenfahrer und, sowas halt in die Richtung zu machen. Aber wirklich einfach mal ein bisschen was. Piano. Ne, das. Oder vielleicht hat er ja auch, vielleicht haben auch die Zuschauer mal irgendwie so ein paar Ideen, was man machen könnte. Worauf sie dann mal so ein bisschen Bock hätten. Und auch die anderen, natürlich, klar. Muss ja nicht immer nur ich sein. Wann es ja mal mit der Mission irgendwann weitergeht, wissen wir noch nicht. Da müssen wir dann auch immer mal schauen. Aha, Marc, du musst jetzt erstmal tanken. Ja, weil hier auch Tanksäulen sind, Kev. Ah. Ah, okay. One more, then I'm going home. I was just leaving. Did you need assistance? Ah, I was about to go home. But how can I help you? Erstmal eine Limo ziehen. You come into my store with cops chasing after you? No, I was going home. Leave me in peace. Erstmal die Dose in den Laden werfen. Kommt immer gut. Ja, gerade die Feuerwehr. Weiß nicht. Es gibt wieder ein paar Leute, die es nicht verstehen. Die Pfeife. Wir hatten hier Kopf schon wieder. Aua. Oh. Oh! Scheiß Auto eben. Da sitzt noch einer rechts von dir. Ich pack mal die Waffen mal weg. Hilfe! Das beschlagnahmt. Oh, das ist ja schade. Ja, nee, ich werde hier mitten auf dem Berg gespawnt. So viel zum Thema. Es sollte heute mal ein bisschen was ruhiger werden. Es sollte mal nicht eskalieren. Und was passiert? Es eskaliert mal wieder. Natürlich. Wir haben nicht gesagt, dass es nicht eskalieren darf. Wir haben gesagt, wir wollen mal was machen, ohne dass es ständig um irgendwelche Ziele geht. Aber Insel mit dem Headshot weggehauen. Aua! Natürlich, ich habe mal wieder einen Stern. Mach das auf dem Auto aus, ist klar. Krieg ich den Stern, ne? Ich krieg Sterne, weil ich auf dem Polizeiwagen stehe. Einfach. Ja,
Geht wieder los, ja. Aber warum? Oh, mir rennt hier gerade so ein Polizist total verängstigt entgegen. Welches Truck? Welchen will was? Aua! Sag mal, wie wenig hast du da bitte reingeschleppt? Wenn du mir so einen Block C4 in die Fresse haust, ist doch klar. Wo hab ich den Block her? Ich hab den gar nicht ausgerissen. Au! Alter, hier, die KI rastet schon wieder vollkommen aus. Normal. Hau ab! Oh! Ja, die ist klar! Alter! Wieder weggeflogen! Wow! Oh. Listen, this is Tony Prince. Ich hätte nichts gewartet, ich wäre ruhig geblieben. Ey, ich bin in Rang 290, endlich! Ich sage, das passiert doch die Folge. Alter, Kai ist gerade voll über die Pilzleiche noch. Alter, die Blutspur hier von Max Leiche, ey, Alter. Voll lang gezogen. Ein sauberer Headshot durch die Seitenscheibe. Alpha! Ei! Aber erstmal selber dann von Pickup überfahren. Naja, so viel zum Thema, ne? Wie gesagt, wir wollten eigentlich mal ein bisschen was ruhiger machen und nicht uns ständig wegschießen. Irgendwie müssen wir uns ja beschäftigen, bis es wieder 0 Uhr ist. Warum bist du nicht weggeflogen? Ich hab dich doch eigentlich schön mit dem Granatwerfer weggeholt. Aua! Das war das halbe Leben oder so. Ey, aua! Achtung, Kev, Yvonne hat das große, lange Ding ausgepackt. Jawohl, erwischt.
Pass mal auf jetzt, endlich. Alter. Richtig stabilisiert. Ich glaube, ich. Alter, er sagt jetzt, er kommt hier schon wieder zum Laser-Ding an. Ach ja, ich glaube, ich weiß wieder, wie die Folge heißt. Die heißt bestimmt wieder, es eskaliert mal wieder. Aua. Aua. Ich habe so gut wie kein Leben mehr, ich weiß nicht warum. Wie gesagt, wenn es dann wieder dunkel wird, können wir dann Richtung Berg fahren. Der ist ja, glaube ich, gleich hier rechts. Keine Ahnung. Es dürfte... Wo bist denn du gerade, Kev? Ich bin gerade mit Enrico irgendwie dran, keine Ahnung. Ih, lass doch mal die Schwulitäten, das ist doch schlimm. So, irgendwie muss der neue, dem neuen was eingeführt werden. Ach ja. Nein, keine Ahnung. Da wollte ich gerade die Waffe weg. Ja. Hör mal auf, jetzt. Baby, ja. So. Wo ist jetzt Kev hier? Wo ist der jetzt hin? Ich komm grad zu euch. Ich bin hier hinten an den Feldern irgendwo. Ja. Ich komm euch gerade entgegen. Da bist du. Ja. Ich glaube, das müsste der Berg da hinten sein. Wo das erscheint. Ja, ja. Leute, bei diesen Doppelhügeln da geradezu. Na, der jetzt hier praktisch hinter den Tannen da ist, ja. Oder Fichten oder was es hier ist da. Direkt da dahinter. Siehst du den, den großen? Da dürfte das sein auf der anderen Seite. Der oder der? Nee, der links. Der links, leider. Also der. Okay. Nein, guck doch mal, wo ich hin zeige. Hier. Oder hinter ist das Mount? Hinter dem Gebäude? Warte mal. Ach, dahinter Warte ist mal, noch komm. Einer. Ja, es kann sein. Genau. Ja, sollen wir doch mal ein Heli oder sowas holen? Das wäre für... Ja, hier, Dings, pack doch mal deinen elitären Helikopter aus hier, Ja. Au. Alter. Ey! Ihr macht mir Flecken in den Anzug, das geht nicht. Ey! Warte, ich hab was hilft. Hier. Lass mal die Flecken raussprengen. Ja, Enrico. Ist er überhaupt noch da? Ich höre den Heli. Ach so. Dein Elon Musk Heli. Immer wenn ich die Dinger hier sehe, muss ich an GTA San Andreas denken und an den das spiel ich hier gar nicht an den Hippie. Was? Wenn ich die Felder hier sehe mit diesen weißen Dingern drüber, muss ich immer an den Hippie von GTA San Andreas denken. Ach, der möchte mit den, wo die eben auch die Handfelder wegblenden muss und sowas. Genau. Ja, ich erinnere mich an die Mission. Findet ihr alles auf meinem Kanal. So, Problem. Oh nein. Das sieht gerade sehr... So wie bei Yvonne gerade die Blutflecken verteilt werden, sah das wieder ein bisschen anders aus, aber okay. Dann rennst du jetzt schon wieder hin. So, da sind sie. Sag ich doch, ihr habt's mit den Bechern. Ja, ich wollte es ihm auch richtig von hinten geben.
Entschuldigung, da war so eine alte Station. Alter, nicht da die Tür runterrutschen. Du standst hinter, du standst nur mit dem Rücken zu mir. Ich dachte, wir jetzt kannst du den weiter eine reindrücken. So. Au! Alter! Ich bin nur gekommen, um euch einzusammeln, nur mal so nebenbei. Aua! Jetzt haut mich die KI tot, Alter. So geht's wieder. Ach, herrlich. Wenn wir mal wieder dezentes Ausrasten hier in Los Santos. Ja, macht doch aber mehr Spaß, als ständig nur frustriert zu sein. Hä? Macht doch aber mehr Spaß, als ständig nur frustriert zu sein. Alles gut, ich bin doch ruhig. Oh. Yvonne muss dem Frau am Steuerspruch mal wieder gerecht werden. Ah! Das ist nicht wahr! Ich krieg dir nicht weggeschossen. Der erste Schuss ging genau in die Mittelscheibe, aber ging nicht durch. Ah, da ist der Elon Musk Hubschrauber, wir können abgeholt werden. Alter Baby! Oh. Alter! Ich bin auf Flucht, sorry! Der Heli sieht aber wenigstens nicht so hässlich aus wie dieser komische Cybertruck, den er da vorgestellt hat, Mann. Dieses dreieckige Alu-Ding. Enrico? Enrico? Steht da für dich auch ein Polizeiauto auf Heuballen? Ja. Was ist denn da hinten? Ja! Guck mal da! Ey! Ich hab schon gesehen. Komm mal wieder runter. Jetzt muss ich wieder erst hinlatschen. Mann. Alter. Hauptsache, der steht. Hier sind doch noch Kopf drin. Die haben gerade auf mich geschossen. Ich wollte mir gerade genau angucken. Aber ich hab's in der Folge drin. Komm, vielleicht sogar ein Thumbnail. Mal gucken. Bin schon drin. Das sage ich zu Yvonne auch immer. Ah. Spät haben wir es überhaupt im Spiel. 14 oder 13 Uhr, da haben wir noch ein bisschen. Ja. Aber wir können uns schon mal in die Richtung bewegen. Und zwar ja, glaube ich, dass das. Schon, weil da ist irgendwie gleich. Wahrscheinlich mal kurz Zeit. Irgendwo glaube ich hier, wo das Ding ist da, wo ich jetzt den Kreis gesetzt habe. Irgendwo da müsste das glaube ich sein. Ja, guck mal dann. Siehst du den blauen Dings, Enrico? Wieder.